Einen schönen guten Morgen, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Wir beraten heute 7 Gesetze zum Thema Migration und wir haben diese Punkte im Koalitionsvertrag alle miteinander vereinbart. Wir haben im Übrigen ein Jahr lang gearbeitet, wir haben formuliert, wir haben intensiv beraten und intensiv verhandelt und wir wollen es heute verabschieden. Und ich finde, das ist ein gutes Signal heute. Die Koalition ist handlungsfähig. Unsere Migrationspolitik folgt 4 Prinzipien. Humanitäres Asylrecht, das Schutz und Sicherheit bietet. Modernes Einwanderungsrecht, das Chancen eröffnet und Perspektiven aufzeigt. Eine gelingende Integration für gutes Zusammenleben. Und klare Regeln für die Rückkehr. Wir geben Menschen Schutz und Sicherheit. Wir sorgen für schnelle Verfahren, damit zügig und gleichzeitig sorgfältig geprüft wird, wer in Deutschland bleiben darf. Wir eröffnen frühzeitig und umfassend den Zugang zu Sprach- und Integrationskursen und zum Arbeitsmarkt. Und wir schaffen die Möglichkeit, dass die Menschen, die zu uns gekommen sind, Teil unserer Gesellschaft werden. Und zu so einer humanitären Flüchtlingspolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einem guten Asylrecht mit klaren Regeln und zu Rechtsstaat und Demokratie gehört, wer nicht als asylsuchend anerkannt wird und unter gar keinen Umständen bei uns im Land bleiben darf, der muss unser Land auch wieder verlassen. Nur so kann und nur so wird die Aufnahme Schutzsuchender in der Gesellschaft dauerhaft Akzeptanz finden. Und das ist sehr, sehr wichtig, auch heute Morgen noch mal zu betonen. Für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, und ich hoffe für alle, hat die freiwillige Ausreise absolute Priorität. Wir würden es uns wünschen, dass alle Menschen freiwillig ausreisen. Und wir schaffen dafür viele Programme in Bund und Ländern. Und deswegen ist für uns die Abschiebung und dann auch gegebenenfalls auch Ausreisegewahrsam und Abschiebehaft immer nur das allerletzte Mittel, ganz am Ende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Deutschland sind rund 240.000 Personen vollziehbar ausreisepflichtig. Davon sind 180.000 geduldet. Das heißt, ihre Abschiebung ist ausgesetzt aus ganz unterschiedlichen Gründen. Mit dem Rückkehrgesetz schaffen wir jetzt Regelungen, diese Ausreisepflicht besser durchzusetzen. Und zwar vor allem bei denjenigen, die über ihre Identität täuschen und ihre Mitwirkung verweigern und damit ihre Ausreise schuldhaft verhindern oder erschweren. Dazu gehört, dass wir bei Ausreisepflichtigen sehr sorgfältig und ganz klar unterscheiden zwischen verschuldeten und unverschuldeten Ausreisehindernissen und dass wir zumutbare Pflichten gesetzlich konkretisieren. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, genau das machen wir in unserem Gesetz. Diese Pflichtverletzung kann jederzeit nachgeholt und damit geheilt werden. Die Tatsachen können auch glaubhaft gemacht werden durch Versicherungen an Eides statt. Und das ist keine Duldung leid. Das hat die SPD verhindert. Wir schaffen klare Voraussetzungen für Abschiebehaft und Ausreisegewahrsam. Und ich sage es noch mal, das ist das allerletzte Mittel, deswegen enge Voraussetzungen. Und weil viel darüber diskutiert wird, sage ich ja auch noch mal sehr deutlich, das muss ein Richter, das muss eine Richterin anordnen. Und das folgt rechtsstaatlichen Grundsätzen. Wir haben vereinbart, dass die Personen, die in einem Ankerzentrum untergebracht wird, nicht länger als 18 Monate dort untergebracht werden. Es gibt ein paar Ausnahmen. Aber wo es keine Ausnahme gibt, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist bei Familien und Kindern. Das haben wir ganz klar festgelegt. Familien und Kinder bleiben nicht länger als 6 Monate in einem Ankerzentrum. Und was wir als Erfolg verbuchen als SPD, ist, dass wir eine individuelle und unabhängige Asylverfahrensberatung haben, und ich freue mich, dass wir das gemeinsam in der Koalition vereinbart haben. Die Wohlfahrtsverbände und Nichtregierungsorganisationen werden Asylsuchende beraten können, und das ist ein ganz wichtiger Erfolg in dem Ankerzentrum. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir bekommen den Vorwurf, wir würden die Zivilgesellschaft kriminalisieren. Das ist absolut falsch und großer Quatsch.
Wir kriminalisieren keine Fluchthelferinnen und Fluchthelfer und niemand, der Asylsuchenden zur Seite steht und sie berät. Amtsträgerinnen und Amtsträger unterliegen einer besonderen Geheimhaltungspflicht. Und darunter fallen auch Personen, die im Asylverfahren mit Informationen betraut sind. Und dass die über den Ablauf der Abschiebung und Details dieses Prozesses nicht Auskunft geben dürfen, das sichert, dass die Abschiebung überhaupt stattfinden kann. Denn viele Abschiebungen scheitern genau daran. Damit kriminalisieren wir nicht Dritte und nicht Wohlfahrtsverbände. Und wer das behauptet, sagt die Unwahrheit. Ich weiß, dass der Punkt mit der gemeinsamen Unterbringung in den Haftanstalten ein ganz sensibler Punkt ist und im Übrigen auch für die SPD-Bundestagsfraktion ein ganz schwieriger Punkt. Wir haben jetzt geregelt, dass wir den Ländern die Möglichkeit geben, dazu das übergangsweise zu machen, befristet bis 2022. Und natürlich müssen dann in diesen Haftanstalten die Personen auch räumlich voneinander getrennt sein. Das ist absolut klar und rechtsstaatlich vertretbar und im Übrigen auch mit dem europäischen Recht vereinbar. Unser Gesetz, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, verstößt weder gegen Grund- und Menschenrechte noch gegen das Europarecht. Und ich möchte mich an dieser Stelle zum Schluss ganz, ganz herzlich bedanken bei der Bundesregierung, beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales und beim Bundesinnenminister dafür, für die gute Beratung, für die gute Vorlage und auch für die Unterstützung bei unserer parlamentarischen Beratung. Für die SPD-Bundestagsfraktion sage ich sehr deutlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gesetz ist kein fauler Kompromiss, sondern enthält viele wichtige und praktikable Regeln. Die SPD kann dem zustimmen, und ich bitte das Parlament um Zustimmung. Vielen Dank.